aus. Start frei. V7-Mitte, das Ganze in einem Amateurfahren bis 6.000 Euro Maximalgewinnsumme, die die Teilnehmer erzielt haben dürfen. Acht sind es insgesamt im sechsten Rennen und wir sind startklar. Intersail zählt als fünftes Pferd und Schlusslicht ist Mats Schermer. 500 Meter sind zurückgelegt, 1:15.09 die erste Zwischenzeit. El Jackie führt weiterhin vor Lucien T. und vor Val de Loire. Dahinter dann Manzer Newport an Position 4. Mats Schermer beginnt aus letzter Position jetzt langsam aufzurücken. Durch die zweite Spur kommt etwas voran. Dahinter dann in der Söhne ins Kreuzschlusslicht. Von Ziel auf geht es noch einmal um. El Jackie vorn. El Jackie, Lucien T. und Val de Loire, da hat sich nichts getan, außer Mats Schermer, die jetzt neues Schlusslicht ist. In der Zielgeraden El Jackie immer nach vorn gegen Mats Schermer. In der Söhne. Lucien T. und außen Manzer Newport. Zielgerade ist längst erreicht und der Jackie fahren jetzt über die Attacken von Hündesöhn, von Mats Schermer auf Manzer Newport, versucht sich da einzuschalten. Hündesöhn ist erstmal weg und verabschiedet sich hier. Hündesöhn mit Julia Holtschuh mit ihrem zweiten Sieg heute bereits. Hündesöhn, dritter Manzer Newport auf dem zweiten Platz. Mats Schermer mit dritter. Waldelor führen wir hier noch vor. Neu erworbenen Schützlingsfreuen darf. Gratulation. Ich sehe Tränen in deinen Augen. Nein, überhaupt nicht. Das ist schön. Das macht es genau aus, den Abrennsport. Einmal bitte, wir wollen hier laufen, Renate Matzak. So glücklich ist das Tränen in den Augen. Massagen und dergleichen. Ja. 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 Ja.
Muss man einfach sagen, Renate, tolle Arbeit geleistet. Ich freue mich sehr, ich finde das geil, wenn sich noch jemand so freuen kann, wo es nicht alltäglich ist, mal ein Rennen zu gewinnen. Denn dafür stehen wir morgens auf. Renate auch, du arbeitest dafür zwei Jobs. Du machst die drei Jobs, um sich den Sport leisten zu können. Das muss erst mal einer tun, dass man jemanden findet, der den Sport so liebt, wie den tollen Kampfsport, der auch in meinen Augen der geilste Sport der Welt ist. Und jetzt einmal bitte Ihren Freund hier raus. Hast du deine Blüte?